Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Valheim. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal gleich weiter an. Mauer muss ja jetzt ein bisschen gemacht werden. Haus haben wir umgesetzt. Können wir nochmal kurz in den Garten reingucken. Aber im Garten ist noch nicht wirklich alles fertig. Ja, hier haben wir schon mal ein bisschen Honig. Den kann ich mir ja schon mal schnabulieren. Brauchen wir ja eh. Ja, braucht mehr freie Fläche. Ich weiß. Wir haben aber noch nicht genug. So. Das heißt, ich lege mal kurz jetzt nochmal den Honig weg. Ne, falsche Kiste. Hier. So. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt mal los mit dem Wall umbauen. Das heißt, wir reißen hier jetzt mal ein bisschen was ein. Ich habe mich ja soweit schon mal leer gemacht. Sagen erstmal, bis hier vorne können wir erstmal abreißen. Und jetzt geht's los mit dem Begradigen. So, ich muss ja jetzt hier erstmal... Ich sollte vielleicht auch mal was essen, damit ich auch genug Ausdauer und so weiter habe. So, müssen wir ja jetzt hier ordentlich erstmal gerade machen. Ich würde erstmal Ausdauer wieder ein bisschen laden hier. Gut, kann ich hier nochmal hochziehen? Ja, ich kann dann sogar hier richtig hochziehen. Naja, gut, hier müsste ich sowieso dann nochmal ein klein wenig... Ich brauche mal ein paar Steine. Wir brauchen einfach mal ein paar Steine, dann klappt das auch wieder mit dem Nachbarn, habe ich gehört. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal einfach mal einen Stack Steine raus. Ich werde mal das Holz erstmal noch hier reinlagern. Das heißt, wir gucken, dass wir jetzt erstmal sozusagen die Fläche so ein bisschen weiter ausarbeiten. Weil hier müsste jetzt zum Beispiel einmal noch eine Erhöhung rein. Wenn wir das jetzt hier schon gerade machen wollen, dann müsste es jetzt auch passen. Ah, hier ist noch ein guter Huckel drin. Das heißt, da muss nochmal ein bisschen Erde drauf. Damit wir das hier gut gerade kriegen. Ah, so. Gut. Sieht das schon mal ganz gut aus hier. Dass wir das hier auch schönartig gerade machen. Hier ist noch so irgendwie so ein klein bisschen, so ein kleiner Hückel, ne? Ich schmeiß hier mal ein bisschen Erde drauf, mal gucken. Ja, jetzt gehen auch die Hückel so ein bisschen raus. So. Gut, hier muss aber noch ein bisschen mehr Erde aufgeschüttet werden. Mann, gut, dass wir hier noch mal ein paar Steine haben, ne? Das ist ja nicht das Problem. Oh, da ist, glaube ich, einmal jetzt zu viel. Ah, ne, das kriegen wir alle noch mal schön gerade. Ich sehe gerade, ich habe gar keinen Ausdauerbonus drin, ne? Ich gehe mir mal kurz mal ein bisschen sitzend und so, ne? Mal kurz den Gemütlichkeitsbonus holen. Sind ja eh zu Hause, also von daher sollte das nicht so verkehrt sein. Aber mal kurz sitzen hier am ganzen Feuer. Na komm, gib.
Klappt doch. Müssen wir mal gucken, dass wir die Gemütlichkeit irgendwann mal erhöhen. So, jetzt haben wir hier ja jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Platz geschaffen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit dem Kahn komme und hier mal ein bisschen, ja, quasi ein bisschen was umräumen möchte, dann dürfte es auch eher passen als davor. Da müsste, glaube ich, noch einer hin. Da muss noch einer hin. Da muss noch einer hin. So, und jetzt können wir es gerade machen. Schön ausbügeln hier. So. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Außer, dass es langsam schon wieder Nacht wird. Ist immer nicht so schön. Ah, da ist noch so ein klitzekleiner Hüps. Und hier, die will er nicht so richtig gerade machen. Weil er halt auch noch ein bisschen Erde, wo wahrscheinlich fehlt. Da können wir sich ewig und drei Tage mit befassen hier. Hier müssen wir auch noch mal einmal aufschütten. Ja, sieht doch schon mal ein bisschen besser aus hier. So, jetzt wollen wir aber leider in die Richtung mal ein bisschen mehr gehen. Was heißt leider, wir müssen in die Richtung gehen. Damit wir das da hinten auch mal ein bisschen gerade kriegen. Weil das muss ja hier hinten noch zum Hafen gehen. So. Ja, es sieht so aus, als wenn hier noch eine Beule ist, aber ich muss jetzt schon wieder schlafen gehen, weil es ist schon wieder schweineduster hier. Ja, dann einmal kurz rein ins Bett gelegt. Und dann passt das. Und dann müssen wir mal gucken. Ich möchte nämlich für den Hafen so eine kleine Sandbank bauen. Ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle, weiß ich noch nicht. Wird aber auf jeden Fall schon mal mega schwierig. Nee, da ist noch nicht wirklich was gewachsen. So, machen wir hier gleich mal weiter. Ich muss jetzt hier nochmal ein bisschen mehr einreißen. So, du kommst natürlich auch weg. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier nochmal ein bisschen mehr gerade kriegen jetzt. Gerade da, wo auch die Mauer stand. Das muss ja jetzt alles sozusagen so wenigstens auf eine Ebene gezogen sein. Auf jeden Fall nicht verkehrt. So, und ich müsste ja jetzt an und für sich jetzt den Hafen jetzt erstmal so ein bisschen, damit ich weiß, wie ungefähr weit ich jetzt gehen kann. Hier mit dem Begradigen. Ja, das ist ja echt nicht verkehrt. Ich glaube, hier müsste ich jetzt, glaube ich, einmal mit der Spitzhacke draufhauen, ne? Ja, auf den Hügel muss ich mit der Spitzhacke einmal rauf. Da ist ein bisschen zu viel. So, und jetzt angleichen hier.
Okay, da ist noch ein bisschen mehr, was mit der Spitzhacke bearbeitet werden muss. Beulen ausbessern und so. Ja, sieht doch schon besser aus. So, wir haben hier auch noch so eine ganz kleine Beule. So. Na, kriegen wir ja hin. So, jetzt müsste ich mal gucken, dass ich jetzt hier, wie gesagt, ich möchte jetzt hier gerne... Also so ein bisschen schief werden. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Also sprich, dass ich hier sozusagen eine... Ja, eine Schräge reinkrieg. Also ich glaube, ich müsste das dafür erstmal gerade ziehen, vollziehen und dann mit der Spitzhacke runter, war. Dass man hier so einen Aufweg baut, quasi. Wo wir dann halt auch mit dem Schiff dann quasi drauf landen können. Ja, jetzt nochmal kurz gucken. Ja, ein bisschen Schaden hattet. Es könnten aber auch die Monster sein, die den Schaden dem Schiff ansetzen, ne? Also es ist nicht jedes Mal beschädigt. Ich gucke zwar ab und zu mal, aber... Entweder ist es jetzt wirklich die Wetterung... das Wetter quasi. Oder halt nicht, ne? So, jetzt gucken wir mal, ob ich das jetzt mit der Spitzhacke so ein bisschen angleichen kann. Also sprich, dass es dann so ein weicher Weg nach oben ist. Na, ins Wasser fallen sollte ich jetzt am besten nicht so. Na komm, dich muss ich sowieso mal weghacken. Du wirst hier definitiv noch stören. Dann machen wir dich doch mal ganz fix weg. Du kleiner Stein. So. Überlegst, ja? Sagte doch, überlegst, ja? Nein? Das hast du davon. Ganz simpel, das hast du davon. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Weiß auch nicht, wir müssten auch auf jeden Fall ein bisschen tiefer ins Wasser gehen. So vielleicht. Oh, der Wald erhebt sich. Dann kann die neue Axt gleich mal zeigen, was so in ihr steckt. Okay. Schmeißt der Schamane weg. Okay, machen wir ein bisschen... Gucken hier. So. Zack, und mit einem Schlag. Ist aber lieb hier. Na, kommt. So, du auch nochmal?
Na los, nun kommt. Mit der neuen Ausdauer ist es ja richtig easy hier. Zack, zack, zack. Da kommt noch einer. Na los, nun kommt. Der Wald ruht nun wieder. Habt ihr diesmal keine Berserker so richtig mitgebracht? Ihr seid ja richtige Schwachpfeifen heute. Ich muss sagen, ach, da kommt noch ein Schamane, der war schwimmen. Na nun komm. So. Das war der Schamane. Die wollten mir extra noch mal ein bisschen Holz geben und so, ne? Aber ich muss sagen, mit dem Schild und Blocken, das macht ordentlich Damage. Jetzt, wo man auch endlich mal mit dem Schild anständig blocken kann. So. Jetzt machen wir aber erstmal mein Vorhaben hier weiter. So, hier muss aber nochmal einmal Stein rein. So, gucken wir doch mal. Eigentlich müsste ich das Schiff ein bisschen weiter weg parken, ne? Komm, ich probiere mal kurz aus, das Schiff noch mal ein bisschen weiter zurückzusetzen. Der Wind kommt von dort. Jetzt ein bisschen umsegeln hier. So, mal gucken. Beim nächsten Sturm und so, ne, muss man ja wieder schauen, aber dürfte ja schon mal erstmal soweit passen. Und ich kann hier schon mal ein bisschen was mitnehmen, was mir die Mobs hier dagelassen haben. Komisch, aber immer nur dann, wenn der Wall offen ist, ne, haben die bis jetzt angegriffen. Schützt der Wall so gut? Das wäre ja mal mega, ne? So, das sieht jetzt hier gerade ein bisschen weird aus. Mal gucken, ob wir das jetzt wirklich so ein bisschen ja, angeflacht hinkriegen. So, auf dieser Ebene ist schon mal alles gerade. Na, also am liebsten möchte ich ja sowas haben. Also sprich, die ganzen Ecken müsste ich hier nochmal rausnehmen. Die wir hier haben, damit man dann hier so ein bisschen besser hochlaufen kann, ne? Und jetzt müssen wir ja richtig penibel werden. Und das Ganze ja hier so ein bisschen aufgeschüttet. Wir wollen das ja natürlich nicht so krass weit vorne haben. Das heißt, jetzt muss ich gucken, dass ich hier ein bisschen weiter runterkomme. Ah, ab hier kriege ich jetzt schon Wasser ab. Da bin ich schon zu tief gekommen. Hm,
muss ich den nochmal rausnehmen. Dann habe ich hinten einen Verlust. Da habe ich noch einen Verlust. Okay. Gut, das wird nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, ich muss hier doch nochmal auffüllen. Fehlende Voraussetzung. Es fehlen mir Steine. Ja, guck mal hier, was hier noch rumliegt. Stein ohne Ende, Holz ohne Ende. Da wollen wir nur einmal kurz durchlaufen und habe hier schon wieder das Inventar voll mit allen möglichen Krimselbimsel. Das ist nicht das Problem. Das Problem wird halt wirklich dieser Hafen hier, weil wir müssen ihn auf jeden Fall weiter ins Wasser setzen. So, hast du davon. Jetzt gehe ich mal kurz das Holz weglegen und... Na gut, wir könnten hier Holz nochmal im Kohlemeiler schmeißen. Da freut er sich doch. Das packen wir da rein. Das packen wir hier rein. So, jetzt haben wir noch jede Menge anderen Rest. Harz haben wir auch gut gekriegt hier. So, und jetzt holen wir uns hier mal neue Steinchen raus. Jetzt haben wir mal zwei ganze Stacks, das dürfte erstmal wieder reichen. Und dann haben wir jetzt auch wieder Ausdauer drinne. Mal halt wirklich gucken. Entweder, naja, gut, ich müsste eigentlich vielleicht nur ein bisschen weiter rausgehen. Dass ich hier alles soweit auffülle. Mal gucken. So. Dann das gleich einmal kurz begradigen und dann mal schauen. Das war zu weit nach oben. Naja. Gucken wir mal, dass wir erstmal wieder gerade geknüppelt kriegen. So. Da ist er mir kaputt gegangen. Zum Glück ist man ja zu Hause. Somit ist das nicht so das Problem. So. Jetzt habe ich hier extra mal ein Stück mehr reingenommen. Mal gucken, ob wir es jetzt vielleicht besser hinkriegen. So ungefähr. Ja, so ungefähr will ich es haben, aber na gut, die eine Ecke hier ist noch ein bisschen zu viel. So ungefähr will ich es haben. Bloß hier unten ist noch mal ein bisschen zu viel. Habe ich schon zu viel rausgenommen, ne? Ja. Aber ungefähr so möchte ich das gerne haben. Mal gucken. Na, fehlende Voraussetzung. Kann ich hier gleich den Rest mitnehmen. An der hier noch rumfleucht. Weil dementsprechend so groß wie der Hafen halt ist... möchte ich ja halt auch das Ganze dann nachher umgesetzt kriegen. Ja gut, damit trage ich zu viel.
Weil ich würde den Hafen schon gerne in der Mauer integriert haben. So. Ein Problem, was ich jetzt gerade sehe, ich brauche hier für den Hafen halt viel zu viel Zeit, um das hier anständig zu machen. Weil ich muss hier immer schön viel rauskloppen und ähnlichem. Nur man sieht ja eigentlich, wie viel Energie das Ganze kostet schon. So. Na gut, mein Ausgeruht-Bonus ist jetzt auch weg. Und jetzt muss das Ganze nochmal kurz begradigt werden. Jetzt sind 16 Minuten schon wieder um, ja. Na gut, dann machen wir es mal anders. Ich fühle mich jetzt hier so ein bisschen zu krass unsicher. Wir machen mal erstmal eine vorübergehende Mauer rein. Wieder mal. Das heißt, wir packen sie schon mal so ein bisschen an und dann... Das war jetzt ein Fehler, weil ich habe jetzt zu viel Holz bei. Jetzt regeneriert die Ausdauer zu langsam. So, dann machen wir hier Verschiedenes. Da haben wir die Palisade. Die ist ja schnell reingezimmert. So, dann mache ich das jetzt erstmal hier so ein bisschen, damit hier nicht komplett alles offen steht. Weil dann soll sie ja eigentlich nur offen stehen beim Hafen. Gut. Das dürfte jetzt erstmal reichen. Das heißt, wir haben jetzt da hinten rum schon mal ein bisschen mehr Schutz. Aber man merkt, ich muss noch weiter in die Breite gehen, ne? Noch deutlich weiter. Eieiei. Eieiei. Na gut, komm, die letzten Steinchen hier und Boden können wir hier nochmal versuchen, ein bisschen auszugleichen. Aber solange jetzt hier keine Trolle oder irgendwas Dickes angreift, habe ich sowieso keinen Schiss. Jetzt habe ich gerade meinen, den ich da jetzt gerade habe, ich jetzt natürlich, ja, selber begradigt. War nicht so cool, war nicht so cool. Das heißt, ich müsste das erstmal hier bis hierhin durchziehen. Ich würde sagen, noch zwei oder drei. Das dürfte passen, aber jetzt ist auch noch Regenwetter. Das heißt, es ist jetzt noch ein bisschen ungünstiger. Wenigstens nochmal gucken. Nee, da ist nichts Neues gewachsen. Na gut, dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Ich werde mir jetzt einen warmen Kakao gönnen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.